Hi Leute, hier ist Dommer von den German Gaming Guys und ich bringe heute ein weiteres Tutorial. Und zwar zeige ich den Leuten, die es nicht wissen, ja, das sind alles Tutorials, wie ihr bestimmte Programme in eurer Windows Firewall blockiert, also dass die wirklich keine Verbindung mehr haben zu irgendwelchen, ja, Dingen mit dem Internet, was auch immer. Und ich komme gleich zur Sache. Ihr geht in euer Startmenü, gebt ein Windows. Windows Firewall. Dann seht ihr hier oben Windows Firewall mit erweiterter Sicherheit. Geht ihr drauf. Dann öffnet sich so ein Fenster. Da geht ihr dann auf eingehende Regel. Und dann seht ihr erstmal ja, eine ganze schöne Liste mit Programm und sonst irgendwas, was auch immer. Hat uns nicht zu interessieren. Wir gehen hier oben auf neue Regel. Und dann hier der Assistent für eine neue eingehende Regel. Ja, welchen Regeltyp möchten Sie erstellen? Programm, Port, vordefiniert, Benutzer definiert. Egal, wir brauchen ein Programm. Alle Programme oder diese Programmpfad. Ja, diese Programmpfad natürlich, weil wir ein bestimmtes Programm blockieren wollen. Ich nehme es als Beispiel einfach mal Sony Vegas, da das viele blockieren wollen, weil sie nicht updaten wollen oder weil sie es gecrackt haben oder was weiß ich was. Jetzt gehen wir auf Durchsuchen. Ja, ich bin jetzt schon direkt im Sony Vegas Ordner. Vegas 11.0 Exe öffnen. Drücken weiter. Und Verbindung zulassen und so. Ist ja klar, wir wollen die Verbindung blockieren. Gehen nach unten. Drücken auf Weiter. Und lass die Häkchen am besten einfach alle trennen. Ist am besten. Weiter. Und dann brauchen wir noch einen Namen. Sony Vegas. Ups. Gasblock. Ja, Beschreibung braucht ihr nicht. Und ja, da habt ihr hier oben schön zu sehen, Sony Vegas Block mit so einem schönen komischen Zeichen davor. Und ja, das ist der Weg, wie ihr ein Programm in der Windows Firewall blockiert. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Falls es geholfen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Ich bin Dommer von den German Gaming Guys. Ciao.